erste Mal den Zustand der Erleuchtung erlebt? Dieser Zustand, da habe ich nie vergessen kann. Ne? Das ist so in einem Meditationszustand in Nacht. Da habe ich plötzlich so Gefühl, ich war ganz tief geatmet. Und dann war diese Tür, ich weiß auch wo, aber auf jeden Fall kam eine sehr frische Luft. Die Luft ist durch Einatmen ist ganz tief und hat komplett geöffnet. Ich habe nur gemerkt, dass mein Bewusstsein ist da, aber Körper habe ich in diesem Moment nicht gemerkt, ne? Das ist nur ein Bewusstsein. Dann fange ich an, dass ich von oben, dass ich nach unten geschaut, ne? Und dann plötzlich unsere Erde, der dreht sich immer mehr klein, immer mehr kleiner, immer mehr kleiner. Irgendwann verschwindet das. Da habe ich total irgendwie Schreck gekriegt. Dann habe ich in diesem Moment noch gedacht, ne, oha, wenn das wirklich wäre, dann was machen wir eigentlich jeden Tag? Das ist auch sinnlos, unser Leben. Und auch diese Zeit, wo ist unsere Zeit geblieben? Da habe ich auch diese Gedanken gehabt. Und dann plötzlich, dann kommen, weil das ist komplett sehr hoch, ne, diese Erleuchtungszustand, das ist nicht irgendwo, du bist immer noch in einer Schubfach befestigt oder irgendwo befestigt oder verhaftet, sondern du bist komplett über keine Schubfach mehr, du bist direkt da, ne, so wie ich gesagt, dieser Fluss, die andere Seite. Und dann habe ich gemerkt, dass es gibt tatsächlich die zwei unterschiedliche Seiten. Das ist so eine, so kann sein, das ist die lichte Seite, ne? Eine Seite ist Schattenseite. Aber du warst so oben war, da ist so von dem dunklen Seite, dieser Schattenseite, das ist so was so fein, ne? Die so kompliziert aneinander, so wie Spinnennetz, das aneinander vernetzt, das ist so kompliziert. Aber du musst auch nicht reintauchen. Wenn du das reintauchen, dann weißt du, ah, das ist die Hülle, das ist menschlich, diese Gedanken eigenen selber basiert, eigenen Gedanken positioniert die Hülle. Jeder Mensch hat eigene Hülle positioniert. Oder dass sie wirklich von den Schattenwesen, ne, oder von anderen Wesen geschafft, solche auf jeden Fall ist sehr kompliziert da vernetzt. Und dann merke ich mal, dass ich komplett auch weg. Dann plötzlich, ich weiß nicht was, ich verliere meine Worte. Und dann plötzlich schaue ich die andere Seite, ne? Natürlich mit unser Auge zu schauen, sondern du irgendwie du siehst die überall 24 Grad und das ist so überall. Ne, das ist, du schaust nicht als menschlich diese Winkel, sondern du schaust, das ist komplett diese Winkel. Und aber ich habe auch nicht getraut, richtig in die reinzuschauen, weil das ist viel zu kompliziert. Und dann diese lichte Seite, relativ vergleichen mit die andere Seite, ist relativ schlicht. Das ist nur grau. Ja. Aber von der Farbe her ist trüb etwas. Ne? Trüb. Stille, ne, ruhige, viel Raum, ne, Freiraum. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht das ist die Gegenteil. Und plötzlich fand das auch immer mehr weniger, auch verschwindet. Dann bin ich komplett steht alleine. Ich meine, ich bin auf jeden Fall nicht alleine. Ich bin nur ein so kleiner Mensch. Ne. Mein Bewusstsein, ich danke, weil ich bin auch bei der anderen Seite gelandet. Ne? Und ich bin auch wieder in diesem Ozean, in diesem Meer wieder zurück. Da ich bin auch komplett bei der Schöpfungskraft. Ich bin als eine Energie da. Das ist eine Liebesenergie. Insofern habe ich auch gesagt, dass ich so diese Liebesenergie so enorm wichtig ist. Das ist zu Schluss bleibst. Und dann fange ich an, plötzlich, ich weiß nicht, was ich danken soll. Ich müsste gar keinen Gedanken mehr, weil es geht wieder von Anfang los. Das ist die Grund, warum wir Meditation
immer wieder zu praktizieren, um diese Gedanken zu schalten. Wann du willst zurückzugehen? Weil jeder so, ne? Jeder hat eigene Gedanken, ne? Noch unheim Gedanken. Wann du zurückgekommen, du bist auch gar nichts in die Basis, ne? Das, weil du unheim bist. Gedanken, zu viel Gedanken, das zu viel unheim ist. Bis du bleibst, so sauber, rein, still, nur als eine Liebesenergie. Da wirst du mit dieser Uzi, du wirst das eintauchen, ne? In dieser Energie. Und kann man auch sagen, wenn soweit eine kleinliche Unheim, dann wirst du auch in diese Energie, du kann auch nicht rein, weil du reintauchen, weil du gehört dort auch gar nichts richtig. Ne? So wie du wirst auch verbrennen. Ne? Und vorher schon, ne? Vorher schon, habe ich gesagt, vorher schon weg, vorher schon. Oder wurde das vergessen, ne? Oder das aufgelöst, vorher schon. Ne? Insofern, das sind viele, so wie zurück zu deiner Frage, warum soll ich Erleuchtung zu schaffen? Gibt manche Menschen, hat auch viele Hintergrundwissen, das sie bekommen. Ne? Und dann auch lebt ja auch mit Liebe und so weiter, ne? Wollen auch liebevoll zu sein, aber basiere immer das eigenen Kleinen. Dann wirst du natürlich auch nicht in diese Seite, ne? In diese schwarze oder Schattenseite. Du bist schon gelandet in die Spiritualebene. Das gibt viele, ne? Magie, da ist Spiritualebene, da ist auch Liebe. Aber soweit, wenn du noch nicht selbst los ist, du bist gelandet irgendwo. Wirklichkeit, das Eintags, das wird dann auch aufgelöst. Ne? Natürlich, wenn du das nicht direkt, du schaffst nicht diese Reinheit von deinen Gedanken und Reinheit, komplett rein, dann wirst du auch nicht direkt bei der Schöpfungskraft, sondern du wirst dann hier irgendwo auch aufgelöst. Bleibt nur, wird dann das wieder zurückgefühlt, wenn nur die Liebesenergie wirst du zurückgefühlt. Dass auch manche Leute weiß, aha, das ist, um die Erleuchtung zu schaffen, gehört schon etwas. Du musst auch wirklich tun. Ne? Aber manche weiß die Theorie, aber er tut es ein bisschen ungern. Das ist so wie die Menschen hat, ne? So wie chinesische Schriftzeichen, dass sie eine so Menschen, das hat noch nicht mal. Du weißt das alles, aber du tust das nicht. Ne? Du hast keinen Ehrgeiz. Ne? Das war so schwamm, weder heiß noch kalt, das ist so lau. Du weißt das, du wolltest das auch gerne, aber ich müsste nicht versuchen. Ne? Das will so viel Wissen schon aus Silbertablette serviert, bitteschön. Aber du nimmst gar nichts, das ist zu aufwendig. Das ist immer das eigene, dein eigener Anschein eigentlich. Ne? Ob das du eintags wurden das langsam vergessen oder vielleicht du klein bisschen versuchst, das gut zu sein, eintags wirst du auch aufgelöst. Wirklich wenig, das ist geschafft, direkt zu der Schöpfungskraft zurück.